Welcome back zu Portal 2. Wir sind auf der Flucht vor GLaDOS in Zusammenarbeit mit Wheatley. Das sind unsere Portale. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ja, glaube ich auch. Müsste richtig sein. Was sagst du dazu? Sag was. Und rutsch nicht weg! Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Okay. Okay, hier lang. Weiter geht's. Wir sind immer noch auf der Flucht. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2. Ja. Werden wir rauskommen? Man weiß es nicht. Piep. Geh kaputt! Vernichte, verrecke! Ich hätte eine echte Knarre. Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig! Wow! Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Ach echt? Reichweitenreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Will den Tank sehen! Ach, da nimmt er das weg. Okay. Krass, ist das Ding riesig. Ich weiß schon, wie wir das wegkriegen. Das wird einfach! Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Au! Ja, das ist unser Werk hier. Die richtigen Roboter werden alle zerstört. Und die kaputten werden durchgelassen. Wir sind die. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Händen komme ich hier auch nicht. Nein, nicht! Wer weiß, was die Tasse... Oh, hier ist auch gut gemacht. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Hol dich doch aus, während ich das verbleibe. Versuch du mal zu hacken. Ich mach das schon, okay? Danke. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Oh, noch eine Kapsel, dann ist es soweit. Bist du immer noch am Hacken? Wow, bist ja klasse am Hacken. Okay, wir machen es jetzt endgültig kaputt. Komm. Na, ah, falsches Portal! So. Komm. Geh kaputt! Ah. Komm schon. Jetzt aber. Geht doch. Nervengift bei 0%! Ja! Guck mal, was jetzt mit dem Tank passiert. Warnung, der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Untödlich? Okay. Ja. Das war's mit dem Nervengift. Kein Nervengift mehr, keine Roboter. Wow, die Monitore sind ja richtig fest verankert. Was sind das für Kabel? Stahlbolzen? Und auf geht's zu GLaDOS! Guckt euch das mal an, wie die da halten! Wie stabil sitzen die? Oh oh.
Scheiße, wir sind eingesaugt, aber was passiert nun? Wir sind gespannt. Oh, das ist so aufregend. Ich zittere vor Aufregung. Nein! Spaß. Weiter geht's. Wir sind... Wo sind wir? Oh, wir sind in einer Röhre. Das ist Wheatley! So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Ich glaube, sie haben ihn gemobbt. Ja, und jetzt reiten wir mit Wheatley durch die Röhre. Ich würde das auch gerne mal machen im echten Leben. Das ist bestimmt lustig. Oh, ich bin so gespannt auf ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Also, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da mitmachen würdet. Also, ich würde das gerne mal machen. Tschüss, Wheatley. Boing. Das ist die falsche Richtung. Geh zu ihr. Nein, ich bin allein. Was nun? Wir werden es herausfinden! Oh, mein Zimmer ist gerade voll kalt. Was passiert? Es ist spannungsgeladen. Wheatley ist weg. Wir sind rausgekommen. Aber wo ist Wheatley? Was ist mit GLaDOS? Ha, mal gucken. Die Tür geht nicht auf, obwohl sie online ist. Okay, dann mal gucken. Was sehen wir denn da? Was ich meine, da ist noch nicht mal, wie tief das immer ist. Krass. Aperture Science. Ja, und da gehen wir jetzt hin. Los geht's! Hä? Wo sind wir? Sieht aus wie ein Fernseher. Ein riesiger Fernseher. Wir sind in einem Raum. Hier haben wir eine Türe. GLaDOS Emergency Shutdown and Cake Dispensary. Keep unlocked. Also hier können wir GLaDOS ausschalten und es gibt Kuchen! Na, das kann ja keine Falle sein, das ist 100% echt, also... Ach. Nee. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Oh. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Ach, scheiß drauf. Geronimo! Das war unsere Toilette! Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als... Hey, nicht hingucken, ich bin auf Klo! Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Hat jemand Klopapier? Aber im Ernst, mach's gut. Ah, nein, ein Pappkarton. Und... Boing, boing, boing. Komm, explodier. Boom! Du warst beschäftigt. Ja. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Ja, okay. Hör damit. Ich stehe auf das Zeug. Die Luft anhalten. Wheatley! Hallo? Wheatley! Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Wir machen einfach, was da steht. Schließ mich an. Schließ diesen kleinen Blödmann bloß nicht bei mir an. Auf wen sollen wir hören? Blödmann an. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern.
Bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Clan, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein, 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 nein! Pat entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Außerein Pat-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pat-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin! Lass mich drin! Tu es nicht! Sollen wir drücken? Ja, los! Drück nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Ach, ich bin schon autorisierte Gänge lang gelaufen. Ja, stimmt. Also darf ich das? Hä? Wieso komme ich nicht da rein? Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Ja, danke. Das Hä? Sagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Müsst ihr mal hören, was die für Sätze sagen. Ja, das wird zu scheiße. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Ich finde das lustig, was sie so alles sagen. Habe ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also als erstes deine Lösungskompetenz. Ich liebe es, wie du Probleme löst, besonders in Diskussionen. Und zweitens, wie du Knöpfe drückst. Die beiden Sachen mag ich so an dir, deine unnachahmliche Art, Knöpfe zu drücken und deine Überzeugungskraft in Diskussionen. Ja, ich kann gut Knöpfe drücken. Ich drücke ja jetzt gerade auf Knöpfe. Bei unserem ersten Treffen dachte ich, das ist doch mal. Kann, wenn es drauf ankommt. Sie hat ungeahntes Potenzial von Natur aus. Eine echte. Okay, Schluss mit lustig. Wir drücken drauf. Gelöst. Und GLaDOS ist kaputt. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird es? Hände weg von mir. Oh, GLaDOS wird kaputt gemacht. Ich gehe in meine Toilette. Ich gehe in meine Toilette. Ich muss aufs Klo. Und die Anlage ist down. Und wieder aktiv. Da ist GLaDOS. Hier, das ist GLaDOS. Schau dir das an, nicht schlecht, was? Riesiger Roboter, gewaltig. Bin ich nicht furchteinflößend? Und jetzt dreht er durch. Oh, ja, der Fahrstuhl, den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm. Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Moment, da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen, so riesig wie ich bin? Ich hab's. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Genial! Perfekt! Das Problem sind dann nur die rumfliegenden Glasscherben, wenn ich in den Lift geschossen komme. Eventuell bleibt der Fahrstuhl auch stehen, wenn ich mich hieraus entferne. Dann hängen wir in einem kaputten Fahrstuhl voller Glasscherben 15 Meter über den Boden. Ach komm, steig einfach ein und die Details ergeben sich, wenn es soweit ist. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und jetzt dreht er durch. Cool. Hört mal auf die Lache. Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Und fühlst du, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Jetzt. Whitley, du machst mir Angst! Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weil ich hier weißt weg will! Du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ja. Ich war das. Der winzig kleine Whitley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Nein! Ja, doch, halt die Fresse, ich will hier raus! Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Nein, dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein! Nein! Was machst du mit GLaDOS? Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Ich hab nichts gemacht! Du bist egoistisch. Oh. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst ohne mich wärst du gar nicht und weggekommen? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Du machst mir Angst. Ah! Siehst du?
Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Gehirn festgesetzt und einen Endlosstrang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Ja. Whitley, reiß dich zusammen! Du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Na, was sagst du jetzt? Wer ist hier der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Grube treten? Könnte ein Schwachkopf das? Oh! Ah! Okay, okay, okay. Whitley ist durchgedreht. GLaDOS ist eine Kartoffel. Und wir können nicht fliehen. Was nun? Was? Whitley ist durchgedreht, GLaDOS eine Kartoffel und was passiert jetzt? Der Sturz. Hallo. Na, wie läuft's? Ja, ganz gut. Ich bin eine Kartoffel. Ja, das bist du. Mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Wer macht sowas? Die gesamte Anlage anvertraut. Ups. Sorry. Noch. Wer macht sowas? Haben die Langeweile? Dieses Loch doch nicht unendlich ist. Ey, was die alles erforschen und erschaffen? Was ist das für eine Anlage? Was machen die da für Sachen? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Ja, komm, ich zieh den aus. Das müsste klappen. Nein, ich lass dich da quetschen. Ich mach aus dir Kartoffelbrei. Und wir sind tot. Spiel ist vorbei. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Danke für den Support. Das war ein geiles Let's Play. Wir sind tot. Spiel ist vorbei. Wiedersehen. Danke, dass ihr mich, dass ihr das Let's Play bis jetzt geguckt habt. Und ja, jetzt kommen nur noch die Credits. Denke ich mal. Wir sind gestorben. Jetzt sehen wir die blutige Leiche aufgespießt auf einem Holzstock. Und dann kommen die Credits. Ich fand, das war ein gutes Spiel. Ja, war ein sehr gutes Spiel. Jetzt sehen wir die Leiche. Da kommt der Lift. Und wir sind aufgespießt. Well, here we are again. Ha, getrollt. Doch nicht. Wir leben noch. Aber GLaDOS ist weg. Nein, natürlich geht das Let's Play noch weiter. Das ist nicht das Ende. Wir laufen hier auf... Was ist das? Sieht aus, als ob ich LSD genommen hätte. Guckt euch das mal an. Was ist das? Ah, und diesen Part, den hasse ich. Das ist... Okay. Das ist... Keine Ahnung, der ist ein bisschen scheiße, dieser Teil. Und hier gibt's auch wieder einen Haufen an Easter Eggs. Wir müssen dahin und wo ist hier das? Da ist das nächste. So. Weiter geht's. Da. Oh Gott, was nun? Was müssen wir jetzt machen? Wir sind den Schlund runtergefallen. Aber was jetzt passiert? Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir hier. Weiter geradeaus. Hallo? Danke.
glaube, hier sollten wir nicht sein. Keep out. Bleib draußen. Do not enter. Komm nicht rein. Komm nicht rein. Bleib draußen. Gefahr. Achtung. Was ist das? Bla bla. Cosmic Razor. Okay. Keep out. Da steht nochmal dasselbe drauf. Okay. Gruselig. Gruselig. Ah, perfekt getroffen. Dun, 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 dun. Wo kommen wir von da? Das heißt... Oh, das ist voll eklig. Hört mal die Geräusche. Geronimo! Boing. Komm nicht rein. Bleib draußen. Bleib draußen. Nein! Ich schmuggel mich hier rein! Ihr wolltet mich umbringen? Ja, ich laufe hier rum. Denn ich bin ja angeblich tot. Das heißt, niemand weiß, wo ich bin. Und wir sind gleich wieder am Ende. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Und ich drücke den Knopf. Das Tor geht auf. Hooray! Wow! Das nenne ich mal eine Tür. Aber was dahinter ist, ist noch ein bisschen lustiger. Okay. Wir müssen nämlich jetzt Folgendes machen. Und zwar... Hier steht ein Countdown und den müssen wir auslösen. So. Los geht's. Das Problem ist nur, wir haben 4 Sekunden Zeit. Jetzt guckt mal, was passiert. Das ist ein riesiges Tor. Ganz große Halle. Ganz großes Kino. Aber was nun passiert, ist echt lustig. Ein Riesenschloss. Aber was ist dahinter? Was ist dahinter? Eine kleine Tür. Ist das euer Ernst? Eine kleine Tür hinter so einem fetten Schloss? Was ist los mit denen? Do not enter. Doch, ich do enter. Alter, warum? Ja, okay, würde ich bei mir zu Hause auch einbauen, wenn ich so ein großes Haus habe. Nur, wenn das Ding dir auf den Kopf fällt, dann existierst du nicht mehr. Aber was ist hier hinter? Keep out! Nein, ich komm rein! I keep in! Danger ist mein zweiter Vorname. Nein, eigentlich ist er Dieter. Nein, Spaß, auch nicht. Oh, was nun? Wir bekommen jetzt sogar 3 neue Elemente in dem Spiel, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Aber was das ist, wissen wir noch nicht. Hä? Wieso kann ich mich nicht... Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Okay, einen Moment. So, ich kann mich jetzt wieder bewegen. Aber was hinter dieser Tür auf uns wartet, das seht ihr im nächsten Teil von Portal 2. Denn
Unsere Zeit ist wieder mal zu Ende. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part und gucken, was hinter dieser Tür steckt. Danke erneut fürs Zuschauen. Falls euch das gefällt, könnt ihr mich ja mit einem Daumen hoch unterstützen. Ihr könnt mich auch mit einem Daumen runter unterstützen. Wie ihr wollt, könnt ihr euch aussuchen. Ist 50-50 Chance. Wollt ihr das Let's Play weiterverfolgen, könnt ihr den Abo dalassen. Dann bekommt ihr immer den neuesten Part und Stuff in eure Abo-Box geklatscht. Richtig, dass sie blutet. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns und Wiedersehen!